Wenn es da regnet, dann kommt Wasser in die Röhre. Wenn der Gulli verstopft ist, dann steigt das Wasser und kommt aus der Toilette wieder raus. Wenn man Feuchttücher in die Toilette wirft, dann kann das auch passieren, weil Feuchttücher kann man nicht so leicht zerreißen wie Klopapier. Dann kann es auch durch die Toilette wieder Wasser hochkommen oder der Keller kann mit ganz viel Wasser hochstehen. Also wenn es stark regnet, dann kann es halt passieren. Dann steht halt alles zum Beispiel im Keller unter Wasser. Und das kann man lösen, wenn man ein Rohr baut, was höher ist als die Straße da. Welchen Begriff suchen wir? Unser Lösungswort heißt Rückstau.